In der heutigen Folge von Dat Benzin fahre ich mit dem Boot, esse ein Pie, schaue mir die Oper in Sydney an und sage euch, was ein Känguru Chaser ist. Ich hatte schon länger die Vorstellung, mit dem eigenen Auto um die Welt zu fahren. Die erste Idee bestand darin, entgegen der Standardroute Richtung Osten, also über Istanbul oder Moskau zu fahren, stattdessen eine Route in Richtung Westen zu nehmen, also über Spanien, Marokko, dann übersetzt nach Brasilien und Argentinien. Im Zuge der Vorbereitung ist mir klar geworden, dass ein Autoimport nach Australien durch die Quarantäne- und Reinigungsvorschriften extrem teuer wird. Aber ein Autoexport aus Australien erschien mir eher einfach. Warum also kein Auto in Australien kaufen und auf eigener Achse zurückfahren? Man muss das Auto nur mit einem Carnet de Passage ausstatten, nach Singapur verschiffen und fertig ist, dachte ich mir. Gesagt, getan. Ich liebäugelte schon länger mit einem Holden Duty, mit dem Baujahr 2008 bis 2013, der im Prinzip mit dem Pontiac G8 identisch ist. Allerdings ist der Duty keine Stufenhecklimousine, sondern ein Pickup. Der Konkurs von GM hatte leider vereitelt, dass die Pickup-Variante als Linkslenker in den USA und anderswo verkauft wird. Wahrscheinlich kam aber auch noch ein gerütteltes Maß an Benzinlosigkeit beim GM-Management dazu. Sind eben nur Finanz- und Marketingleute ohne Vision. Aber wie es gelang, dass GM alle seine Marken ruiniert hat, ist ein anderes Thema. Ich hatte mich vorab im WWW informiert, wo das beste Duty-Angebot in Down Under ist. Carsales.com.au ist das australische mobile.de. Den Kontakt mit den Verkäufern herzustellen ist allerdings nicht ganz einfach. Die Telefonnummern sind verborgen und man muss sich mit australischer Telefonnummer anmelden. Auf E-Mails aus Deutschland hat kein Verkäufer reagiert. Das erschien den Aussies wohl zu verrückt. In Sydney erschienen mir die meisten interessanten Wagen zu sein. Interessant heißt für mich eine richtige Farbe, also kein Schwarz, Grau oder Silber und Schaltgetriebe, weil der Holden Duty ja bekanntermaßen Workhorse Man Sportscar ist. Am liebsten wäre mir Atomic Green gewesen. Aber als ich in Sydney angekommen bin, war der einzige Atomic Green Wagen einer mit schlechtem getunten Motor, defekten Getriebe und runtergejuckelter Kupplung für viel zu viel Geld. Sydney entfaltet sein eigentliches Flair von der Wasserseite. Ich habe mir die Wartezeit auf die privaten Anbieter der Utes mit Bootsfahrten vertrieben. Das umfangreiche Fährenangebot erschließt die wunderbare Wasserseite der 5-Millionen-Metropole. Ich habe meinen Mietwagen am Olympiapark abgestellt und bin mit einer erstaunlich schnellen Katamaranfähre zuerst ins Zentrum und dann nach Manly Beach gefahren. Let me go. Let me go. Let me go.
Ich habe Harry's Café on Wheels tatsächlich gefunden. War nicht ganz einfach hier mit den vielen Baustellen. Ja, ich habe den Tiger Pie gegessen und ich muss sagen, der ist sehr empfehlenswert. Eine Pastete oder ein Pie, ist glaube ich eine Pastete, mit Kartoffelmus, Erbsenmus und brauner Soße. Ja, meine erste Fahrt mit dem Holden T. Fühlt sich schon mal gut an, das Ding. Ich habe hier einen Automatikwagen. Klingt cool, ne? Soll ich doch eine Automatik nehmen? Drei Holden von Händlern habe ich noch einige von privaten Anbietern angesehen. Leider ist es dann doch zu einem Automatikwagen von einem Händler gekommen. Wobei das für die lange Fahrt selber natürlich viel komfortabler ist. Die Entscheidung habe ich im allgegenwärtigen Großstadtstau getroffen, die Glanzstunde von Automatik getrieben. Ich konnte auch meine Englischkenntnisse verbessern. Tradies Workhorse heißt total runtergekommene Karre, was die privaten Verkäufer nicht daran hindert, hohe Preisvorstellungen zu haben. Was mich schmerzhaft an meine Zeit als Autohändler erinnert hat. Die Weisheit, die ich mir damals erarbeitet hatte, hieß: Private Verkäufer sind Zeitverschwendung, denn sie haben keinen oder noch keinen Bezug zum tatsächlichen Fahrzeugwert. Das heißt, sie sind zu teuer. Die Bauform stammt tatsächlich ursprünglich aus Australien. Es war angeblich die Folge eines Briefes einer Farmerfrau in Victoria, die 1932 an Ford Australia schrieb, warum sie kein Fahrzeug anbieten, mit dem man am Sonntag in die Kirche kommt und montags die Schweine auf den Markt bringen kann. Als Reaktion darauf entwickelte Konstrukteur Louis Brand ein Fahrzeug, das als Coupé Utility bezeichnet wurde und 34 in den Verkauf kam. Henry Ford hat das Modell abwertend als Kangaroo Chaser bezeichnet. Richtig ins Rollen kam das Coupé Pickup Konzept aber erst 1951. Da brachte Holden ein Modell auf der Basis seiner Limousine auf den Markt. Mit diesem Massenprodukt festigte sich die australische Tradition, Nutzfahrzeuge auf Basis von zweitürigen Pkw-Limousinen zu bauen, umgangssprachlich als Ute bekannt. In den USA folgte Ford diesem Konzept mit der Einführung des Ford Rancho im Jahr 1957 und Chevrolet mit dem El Camino 1959. In den letzten Jahren jedoch hat sich der Ute in Australien vom Gebrauchsgut zu einem Lifestyle-Produkt gewandelt. Zu Hände und wie Sand durch seine Hände und ich weiß es mal.
Marshals, they're a bit staggered, they're sort of going, what just happened here? Into the sand. I think it was one or two bumpers that are involved in that one. And this was the big one though, through to very well to avoid him then and to keep it on the track for the better part of that corner. So here's our yellow. Yeah. Safety car's out. It was inevitable. How hard do we get the fence here? We've seen a few guys go in here this weekend. So we want to get this dude out here real quick. Man, he's got through to the concrete. Wow. Big heavy vehicle. Yeah, we're talking about a lot of inertia hitting those tyres, and that's moved them. Hopefully, we don't need a tyre wall repair here. The Oakland's moment again. Under brakes. He knew he was done for, and he wanted to get the gap. Wanted to get away from out of him. Yeah, he didn't want to hit him. He tried so hard to get to the right and to get that gap, but that gap got shorter and shorter. I'll tell you what, that is a decent hit. Here for